Der Experte, der heute an diesem Kurs zu Office 2000 teilnimmt, ist Gabriel Pastor von der Firma Microsoft. Hallo Gabriel, willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist. Es ist schön, bei dir zu sein. Gabriel, bevor wir beginnen, erklären Sie uns, welche Funktionen Sie bei Microsoft haben. Nun, bei Microsoft bin ich der Koordinator des Office 2000 Projekts und verantwortlich für die Anpassung des Produkts an den spanischen Markt. Nun, ich sehe, dass Sie die ideale Person sind, um mit uns über dieses Thema zu sprechen, da Sie dieses Produkt wirklich sehr gut kennen. Wenn Sie damit einverstanden sind, beginnen wir damit, es zu sehen. Okay. In diesem ersten Kapitel werden wir über die einfache Installation von Office 2000 sprechen. Wir werden sehen, wie wir einen Assistenten haben können, der uns bei der Installation unterstützt, und wie wir eine Installation auf Abruf durchführen können. Gabriel, ich stelle mir vor, dass wir als erstes das Produkt genau installieren werden, oder? Ja, es ist ein vorheriger und notwendiger Schritt, um alle Funktionen von Office 2000 nutzen zu können. Nun, wenn Sie damit einverstanden sind, beginnen wir damit, es zu sehen. Okay, das Erste, was wir sehen werden, ist, wie man es installiert. Office 2000 verfügt über einen Autostart, DH. Es reicht aus, die CD in das entsprechende Laufwerk des Computers einzulegen, und der Start erfolgt automatisch. In diesem Fall machen wir das manuell, indem wir das CD-ROM-Laufwerk auswählen und auf Klicken das Laufwerk und der Installationsassistent starten. Es ist ein sehr einfacher Assistent. Das heißt, wir werden keine Komplikationen haben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die er uns stellen wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese Fragen dazu dienen, das Programm selbst richtig zu konfigurieren, nicht wahr? Exakt. In diesem Kapitel werden wir über Selbsthilfe sprechen. Erzähl uns etwas, Gabriel, was genau das bedeutet. Selbstwartung ist eine neue Funktion von Office, die intelligent genug ist, um zu erkennen, wann Sie etwas brauchen und es zu greifen, oder wenn etwas kaputt ist und es automatisch zu reparieren. Wir können einige Beispiele dieser Funktionalität sehen. Alle Programme enthalten eine ausführbare Datei. Wenn ich jetzt in Word hier klicken würde, würde ein Programm namens Word.exe ausgeführt. Es handelt sich um ein ausführbares Programm. Was würde passieren, wenn ich dieses Programm versehentlich lösche? Nun, in alten Office-Versionen wäre das ein Problem, denn beim Versuch, also beim Klicken mit der Maus, würde mir mitgeteilt werden, dass die Datei nicht existiert und ich sie manuell neu installieren müsste. Auf diese Weise werden wir es jedoch tun, damit wir es sehen können. Auf diese Weise werden wir dieses Problem nicht haben. Wenn ich darauf zugreife, wo sich diese Datei befindet, werden in den Programmdateien Dateien und Microsoft Office angezeigt. Dateien und Microsoft Office anzeigen. Wir würden jetzt genau nach der Datei suchen. Die Datei, die wir uns entziehen wollen. Hier haben wir Excel, genau dieses. Dies ist die ausführbare Excel-Datei. Daher entfernen wir sie mit jeder anderen Version eines anderen Programms. Wenn wir jetzt versuchen, Microsoft Excel auszuführen, indem wir auf das entsprechende Symbol klicken, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und es wird angezeigt.
dass dies bei dieser Anwendung nicht der Fall ist, gefunden und wir konnten es nicht ausführen. Nun, die Selbstreparatur. Beachten Sie, dass, wenn ich jetzt auf Microsoft Excel klicke, automatisch erkannt wird, dass ein Fehler aufgetreten ist und in der Lage ist, ihn selbst zu reparieren. Carlo. Beachten Sie, dass diese beschädigten Informationen geladen werden. Sehr gut. In diesem Fall haben wir die Datei gelöscht, aber es könnte auch sein, dass die Datei beschädigt war, also einen Fehler aufwies. Nun, das wurde wiederhergestellt und wir haben Excel eingegeben, als wäre nichts passiert. Das ist also genau die Selbstreparatur. Das ist Selbstheilung. Erkennen Sie den Fehler und beheben Sie ihn. Exakt. Muy bien. Sehr gut. Ich stelle mir vor, dass dies auch auf andere Arten von Problemen zutrifft, die im Rahmen der normalen Arbeit auftreten können, oder? Ja. Jede Anwendung oder jede erforderliche Datei repariert sich selbst. Nicht nur die ausführbare Datei, wie wir in diesem Beispiel gesehen haben, sondern auch alle anderen erforderlichen Daten. Oder wenn eine benutzerdefinierte Installation durchgeführt wurde und eine der Optionen nicht installiert wurde und wir auf eine Funktion klicken, die sie benötigt, wird sie auch automatisch mit einem Fenster installiert, wie wir es vor wenigen Augenblicken auf dem Bildschirm gesehen haben. Sehr gut, sehr interessant, denn wenn Sie denken, werden wir im nächsten Kapitel mehr sehen. Okay. In diesem Kapitel werden wir über die größere Benutzerfreundlichkeit sprechen, die in dieser neuen Version von Office erreicht wurde. Gabriel, erzähl uns ein wenig darüber, was genau wir sehen werden. Nun, wie Sie gesagt haben, werden wir die neuen Kapazitäten oder neuen Funktionalitäten sehen, die Office 2000 enthält, um es einem durchschnittlichen Benutzer, nennen wir es so, einfacher zu machen. Also hat Microsoft einige neue Eigenschaften für dieses Office entwickelt, die es wirklich in Betracht zieht, nützlich, und das wird das Leben erheblich erleichtern. Im Rahmen dieser neuen Kapazitäten, die wir haben, werden wir sie schnell kommentieren, einige neue Dialogfelder, Webordner, anpassbare Menüs. Aber ich denke, dass es am besten ist, wenn wir Beispiele durchgehen, um die Aufgabe zu erleichtern. Mal sehen. Also, das Programmmenü, das einzige, was sich im Vergleich zu früheren Versionen ändert, sind die Symbole, die wir hier sehen können. Aber es ist leicht zu verstehen, was jedes von ihnen bedeutet. Sehr gut. Die neuen Dialogfelder, nun ja, wenn wir genau hinschauen, die Dialogfelder, und nun ja, in diesem Fall sind es Menüs, aber sie ändern auch nicht viel. Das Einzige, was sie integrieren, wie wir in der Installation gesehen haben. Neue Nachrichten oder neue Farben. So. Dies sind Verknüpfungen zu Ordnern. Was genau? Nun, das heißt, wir können die Ordner direkt behandeln, um die Dateien abzulegen. Das heißt, ich kann eine Datei direkt in einem Ordner speichern, der sich sowohl auf dem Desktop als auch an einem anderen Ort befindet, den ich zuvor definiert habe, ohne Netzwerkverbindungen herstellen zu müssen oder andere Arten von Verbindungen, die für einen normalen Benutzer kompliziert sein könnten. Und eine sehr wichtige Sache oder Neuheit, die Office 2000 integriert hat, nämlich die Web-Integration oder, wie wir es anders nennen könnten, die Integration mit dem Internet. Das Internet ist heute der Motor der Kommunikation und wird als Webordner bezeichnet. Und zeigen Sie uns einen Webordner, damit wir ein wenig sehen können, woraus er besteht. Ein Webordner wird ein Ordner wie der hier sein, aber der Unterschied zu diesem besteht darin, dass er sich auf meinem Computer befindet, also lokal. Während sich ein Webordner auf einem Remote-Computer befindet, kann dieser, wenn ich mit dem Internet verbunden bin,
sowohl in Barcelona als auch in Singapur sein. Aber ich behandle es, als wäre es ein lokaler Ordner. Das Einzige, was ich tun muss, ist hier in meine Netzwerkseiten zu gehen. Hier würden die Ordner erscheinen, die ich in meinem Netzwerk deklariert habe. Und mit einem einfachen Mausklick kann ich mich mit jedem Computer verbinden und dort ein Dokument speichern. Als ob ich das wirklich hätte, da auf meinem Computer kein Datenträger verfügbar ist. Macht das Leben für Unternehmen, die Informationen kommunizieren müssen, viel einfacher. Ich kann diesen Ordner behalten oder Server verwenden. Viele Leute teilen sich auf sehr einfache Weise denselben Server. Nicht wie ich zuvor sagte, weil sie das getan hätten, einige Verbindungen, Netzwerke und so weiter herzustellen. Alles integriert in den sogenannten Web-Work-Stil. Sehr gut.